Hallo, ich bin Paxi und komme von einem weit entfernten Planeten. Ich bin auf die Erde gekommen, um euch kennenzulernen und von meinen Weltraumabenteuern zu erzählen. Seid ihr bereit, euer Sonnensystem zu erkunden? Oh, ich liebe Sterne gucken. Kein Wunder, dass so viele von euch das toll finden. Aber wäre es nicht noch besser, die Dinge vom Weltall aus zu betrachten? Los geht's! Das ist euer Planet, die Erde. Könnt ihr sehen, dass eine Seite der Erde hell ist, während die andere im Dunkeln liegt? Die Erde dreht sich. Die Seite der Erde, die der Sonne zugewandt ist, wird angestrahlt, sodass dort Tag ist. Die Seite, die der Sonne hingegen abgewandt ist, ist dunkel, sodass dort Nacht ist. Die Erde braucht 24 Stunden, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Einen ganzen Tag. Dies ist der Mond, wie er umherkreist oder wie wir sagen, die Erde umkreist. Wusstet ihr, dass die Erde die Sonne umkreist, während sie sich dreht? Erde und Mond bleiben dabei immer zusammen. Es dauert ein Jahr, bis die Erde die Sonne einmal vollständig umrundet hat. Schauen wir uns zunächst die Sonne näher an, aber nicht zu nah. Ich möchte mir nicht schon wieder meine Antennen verbrennen. Die Sonne ist unser Stern. Sie ist sehr heiß und schenkt uns Licht und Wärme. Die Erde ist jedoch nicht allein. Sie ist einer von 8 Planeten, die die Sonne umkreisen. Schauen wir sie uns einmal an. Die 4 kleinen Gesteinsplaneten, die der Sonne am nächsten sind, heißen Merkur, Venus, Erde und Mars. Der Merkur befindet sich ganz nah an der Sonne und ist der kleinste Planet des Sonnensystems. Die Venus ist sehr heiß. Ihre Luft ist dick, dicht und für den Menschen giftig. Ich sollte meinen Helm lieber drauflassen. Diese Luft ist auch für mich giftig. Die Erde, euren Heimatplaneten, haben wir bereits gesehen. Sie ist etwas ganz Besonderes. Wusstet ihr das? Sie ist der einzige Planet im Sonnensystem, der mit flüssigem Wasser, Flüssen, Seen und Ozeanen bedeckt ist. Und, soweit wir wissen, der einzige mit Leben. Der Mars ist in rosthaltigen Staub gehüllt, der ihm die orange-rötliche Farbe verleiht. Darum nennt man ihn den roten Planeten. Möglicherweise gab es dort vor langer Zeit auch Wasser. Schaut mal hierher! Neben dem Mars gibt es noch viele kleinere Gesteinsbrocken. Die nennt man Asteroiden und von ihnen gibt es Millionen. Sie bilden den Asteroidengürtel und umkreisen ebenfalls die Sonne. Weiter entfernt von der Sonne gibt es 4 wirklich riesige Planeten, die viel, viel größer sind als die Erde. Das sind Jupiter und Saturn, die Gasriesen, und Uranus und Neptun, die Eisriesen. Das ist Jupiter, der größte Planet in eurem Sonnensystem. Sieht er nicht toll aus mit den bunten Gasringen? Der große rote Fleck ist ein Wirbelsturm, in den die Erde 2-mal hineinpassen würde. Wusstet ihr, dass viele Planeten ihre eigenen Monde haben? Genau wie die Erde auch? Jupiter hat mehr als 60 davon. Und seht euch Saturn an mit seinen spektakulären Ringen. Sie bestehen aus Milliarden winziger Eis-, Gesteins- und Staubteilchen. Auf Uranus und auf Neptun ist es echt kalt und stürmisch. Dort würde ich nur ungern Urlaub machen. Jetzt haben wir alle Planeten eures Sonnensystems und einige Asteroiden gesehen. Was wollen wir jetzt machen? Seid ihr neugierig und wollt noch mehr sehen? Lasst uns noch weiter von der Sonne entfernt auf Reisen gehen. Brrr, das ist echt kalt und dunkel hier draußen. Hey, das ist Pluto, ein Zwergplanet. Wow, was sind das für dunkle Objekte? Die sehen aus wie riesige, schmutzige Schneebälle. Halt, einer von denen kommt auf uns zu. Jetzt weiß ich's, das ist ein Komet. Er besteht aus Stein und Eis und ähnelt den Asteroiden von vorhin. Aber ich kann euch sagen, er ist ganz anders. Dieser steuert auf die Sonne zu. Beim nächsten Mal verfolgen wir einen von ihnen, um zu sehen, was passiert. Das also ist das Sonnensystem. Ein Stern, die Sonne, 8 Planeten, mehr als 100 Monde und Millionen von Asteroiden und Kometen. Was für ein spannender Ort!